packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Ringen, Action pur und das gerade doppelt am Samstag zu Willisau in der BBZ-Halle. Willisau gegen Freiamt am Nachmittag und Hergiswil gegen Kriesere am Abend. Final, gegangen ist um Gold und Bronze. Das Resultat, alles offen, mehr oder weniger. Willisau gewinnt daheim gegen Freiamt knapp 19 zu 17 im Kampf um Bronze. Und Hergiswil verliert ebenfalls daheim gegen Kriesere 13 zu 17 im Kampf um Gold. Der Traum vom Schweizer Meister hat sich für Hergiswil noch nie im Nebel aufgelöst. Egal wie gross der Rückstand ist, sie müssen einfach in Kriesere gewinnen. Nur dann gibt es einen dritten Kampf und die Chance auf einen Schweizer Meister. Hergiswil 13 zu 17 verloren, der Johnny zu den Gründen. Das ist schon klar, da liegt ein Punkt für unterste Gewichtsklasse liegen lassen. Für Jungo Pascal 13 Uhr verloren, wo ich habe drei oder vier Mal Chance für Puma können, da hat leider das nicht geklappt. Und sofort ein Mannschaftspunkt verloren. Nachher für István Dencsik auch 10 Sekunden für Ende. Noch 2 Punkte abgeben, nachher 13 Uhr verloren für Mannschaftspunkt und selber nicht Punkt geben. Und Suppiger Thomas auch fährt nur 1 Punkt für 3 zu 1. Und für Jungoben auch 10 Sekunden, 15 Sekunden für Ende abgeben für Punkt, wo möglich für 2 zu 0 gewinnen, nein, nur 2 zu 1. Also zusammenzählt, das sofort 4 Mannschaftspunkte, welche für Ende fällt. Das einen freut, das anderen leid. Für Kriesere hat es gestimmt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Sonst in der zweiten Halbzeit stark hat Hergiswil da nur können, 2 Siege für sich verbuchen. Der sichere Werte Thomas Suppiger siegt 7 zu 3 über Damian Dietsche. Allerdings alles andere als spielend. Er musste diesen Rückstand aufholen. Und Benno Jungo bezwingt Tobias Betschert 3 zu 2. Auch da bleibt der Punkt liegen. Der Kriesener Trainer Hugo Dietschi nach dem Faktor Sieg gefragt. Ich denke, die Einstellung hat gut gepasst für die Mannschaft. Wir haben gut angefangen, hatten einen kleinen paar Dämpfer bekommen und die Mannschaft hat sich in der Pause nochmal richtig aufgerafft und den Gas gegeben. Pausenresultat 8 zu 7. Vielleicht das war nicht ganz nach Wunsch gewesen. Nein, es war nicht optimal gewesen. Dort haben wir eigentlich einen Vorsprung von 3 Punkten ausgerechnet. Es ist ein anderes gekommen, aber wir haben uns in der Pause zusammengerafft und es ist am Schluss aufgegangen. Hat es noch ein paar Worte vom Trainer gebraucht? Ja, wir haben uns miteinander in der Pause kurz zusammen motivieren. Nochmal
pushen und da braucht es immer. Wie stehen die Chancen für einen Rückkampf für Hergiswil, aber auch für Willisau? Verpassen Sie dazu nicht die Meinung von Gianni. Da gibt es auch demnächst mehr Fakten zu den beiden Kämpfen Hergiswil-Kriesere wie Willisau-Freiamt. Demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.